Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist wieder soweit und zwar mit den legendären, aber jetzt leider den allerletzten Audi R8 GT. 620 PS, so wie er hier steht, für 231.000 Euro in Suzuka Grau. Damit beschäftigen wir uns jetzt. Und die Kernfrage wird heute sein, nicht ob der Audi R8 gut ist oder nicht, wir wissen, dass er gut ist, aber die Kernfrage wird sein, wie viel Emotion hat dieses Auto noch? Vor allem, ich weiß, dass es noch ein V10 Sauger ist, das weiß ich alles, aber nehmen wir nur die letzten 3 Jahre und hören uns die Autos an, wie sie sich verändert haben und dass sie viel weniger Emotionen haben, trotz Verbrenner, durch die ganzen Ottopartikelfilter. Das ist heute unsere Frage. Das Auto schauen wir uns mal von außen an. In der Farbe Suzuka Grau für 7.400 Euro extra kann ich mir die Farbe aussuchen. Legendär auch auf den ersten GT. Man kann noch 2 andere Farben aussuchen, Rot oder Daytona Grau. Und dann habe ich hier meine Carbonspiegel für 1.400 Euro. 2 Carbonspiegel, also Carbonspiegelabdeckung in glänzend. Meine Felgen. Legendär, kein Aufpreis. Keramikbremse, kein Aufpreis. Dann geht es hier weiter, meine Sidebelts sozusagen in Carbon, auch über 2.000 Euro. Und dann im Heckbereich, für mich die Schokoladenseite von diesem Fahrzeug. Guckt euch das mal an. Heckdiffusor, richtig heftig, hier bin ich. Meine Auspuffanlage, genial. Und dann haben sie noch hier natürlich Aerodynamik. An der Seite haben sie auch nochmal die Pipes raufgesetzt und dann meine Theke. Es ist nicht übertrieben, es ist nicht so gewaltig, es ist nicht protzig, es ist immer noch mega sportlich. Und innen muss ich euch auch nochmal was zeigen, denn für 3.400 Euro für mich eine Option, ein Muss. Guck mal, wie das Ding hochkommt. Zack! Und da sind meine 620 PS, 10-Zylinder, Sauger. Und für mich ein Muss, weil es auch noch ein Coupé ist, die Carbonabdeckung im Motorraum. Und auch wenn meine Motorhaube zu ist, kann ich es mir schön anschauen, kostet halt 3.400 Euro. Und jetzt haben die Fachleute unter euch schon ausgerechnet, wie viel Dacia wir kriegen. So, was auch bei den GT, nur bei den GT ist, ist halt meine Ansaugbrücke in Schwarz. Aber das ist schwarz beschichtet, so eine Art Pulverbeschichtung. Das haben sie auch ziemlich cool gemacht, ziemlich sportlich gemacht. Und ich liebe das ja, wenn man so ein Final Edition oder ein Sonderedition rausbringt, dass das dann auch dementsprechend Akzente hat, was die anderen nicht haben. Das finde ich sehr cool. Und natürlich limitiert 333 Autos. 333 Autos. Und hier fahren wir die Nummer 64. Wir haben hier auch 20 Kilo Gewichtsersparnis. A, durch unsere Felgen, da sparen wir extrem viel Gewicht. Und dann natürlich durch unsere Carbon-Sachen, was Audi ja extrem gut kann, richtig gut kann, ist Carbon. Es ist einwandfrei. Und der ein oder andere sagt jetzt, na, ist doch klar, erwarte ich auch von den Herstellern. Nein, es gibt viele Hersteller, die das nicht können. Geht mal ein bisschen zurück und guckt euch mal den Ford GT-Beitrag an. Für ca. 600.000 Euro mehr. Was die verlangen, wie die Carbonverarbeitung aussieht. Eine Sache noch vorne, guck dir das mal an. Guck dir mal diese Beleuchtung an vorne. Ist die nicht böse? Alter Schwede, der guckt dich an und sagt, Goran, geh bloß weg mit deiner Kamera, weil wir wollen jetzt fahren. Wir wollen jetzt fahren. Endgeschwindigkeit 320. Was kommt heute alles auf uns zu? Wir probieren, die Endgeschwindigkeit zu erreichen. Launch Control auf eine abgesperrte Strecke. Und wie viel Emotion verleitet mir das Auto noch? Ich weiß, V10 Sauger, aber die Zeiten V10 Sauger, wenn wir nur 3 Jahre nehmen, sind schon richtig heftige Unterschiede, was Sound betrifft, was Emotionen betrifft, durch die neuen Emissionswerte. Es hat ja Grund, warum Audi aufhört mit dem V10 Motor oder allgemein mit dem R8. Es hat ja seine Gründe. Und jetzt gucken wir mal, hat dieses Auto noch diese Emotion, ja oder nein? Geht es definitiv
um Emotion. Das ist einer der letzten Fahrzeuge, wo ich noch sagen kann, das Auto hat noch pure Emotion. Auch nicht mehr so wie die V10, wie vor 3, 4, 5 Jahren. Natürlich nicht. Geht auch technisch gar nicht mehr. Hier geht es eigentlich nur noch darum, den V10 überhaupt zu produzieren. Das ist ein Sound. Und der knallt, der hat eine neue Doppelkupplungsgetriebe. Der knallt da rein. Das ist unglaublich. Das macht irre Spaß. Jetzt die Frage, wollt ihr Launch Control oder wollt ihr kein Launch Control? Das ist die Frage. Und ich würde mal sagen, ich habe euch gehört. Ja, ihr wollt Launch Control. Dann machen wir Launch Control. Das ist überhaupt gar kein Thema. Launch Control aktiviert. Und los. Boah. Alter. Du merkst richtig. Alter, das ist geil. Aber du merkst so richtig, du merkst sofort, das ist 620 PS Heck. Der ist hinten sofort ein bisschen weggegangen. Das würde dir bei den normalen R8 nie passieren. Der verzeiht dir alle Fehler. Der marschiert auch anders nach vorne. Der marschiert wie auf Schienen nach vorne. Aber der hier, das spürst du sofort. Hinten hat er angefangen zu spielen und dann hat er ein bisschen gebraucht. Dann hat er richtig gegriffen. Das war richtig geil. Jetzt verlassen wir mal die abgesperrte Strecke, wo wir ja unser Launch Control getestet haben. Und jetzt geht's mal auf die Autobahn. Es ist jetzt erstmal 120 und gleich, wenn es offen ist, Safety first, ganz klar. Da möchte ich mal einfach nur gucken, A, wie das Auto beschleunigt und B, ich möchte einfach gucken, wie viel Emotion mir das Auto verleitet. Das ist ja die Kernfrage heute. Und C, wie fühle ich mich? Fühle ich mich safe bei höheren Geschwindigkeiten oder nicht? Jetzt gehe ich mal hier auf Performance-Bereich, dann bin ich auf M7 und jetzt gehe ich ein paar Gänge runter und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Der marschiert nach vorne. Das Auto ist jetzt nicht so, dass er, da wo du so in den Sitz reingehst und sagst, oh mein Gott, was geht hier ab? Nein, der geht geschmeidig nach vorne. So, jetzt haben wir mal frei und können mal ein bisschen Gas geben. 240. 250. Also es ist total easy. Es ist so, als wenn ich in ein normales Auto 160, 170 fahre. 270. Und jetzt kommt ein Auto. Und er bremst so geschmeidig runter. Das ist unglaublich. Diese Keramikbremsen sind einwandfrei. Einwandfrei. Und jetzt haben wir hier wieder eine freie Strecke. Können Gas geben. Geil. Und der knallt die Gänge so rein. 6. Und jetzt gehen wir nochmal hoch. Und jetzt haben wir. Jetzt kommt eine Kurve. Also mehr ist nicht drin. Wir können die 320 heute nicht schaffen, weil es einfach nicht möglich ist auf der Autobahn. 260, 270 macht er easy und ich fühle mich total safe. So, meine Lieben, das war's mit den Audi R8 GT Final Edition. Der letzte, der allerletzte. Es wird nie wieder ein Audi R8 geben, laut Audi. Lassen wir uns überraschen. Mein Fazit zu diesem Fahrzeug. Also, das Auto ist keine Allzweckwaffe mehr. Als Allrad sehe ich den R8 absolut als Allzweckwaffe, weil du damit auch im Winter komplett durchfahren kannst. Hier mit 620 PS komplett Heck, naja, wird schwierig. Aber trotzdem ist es immer noch ein super schönes Auto, limitiert auf 333 Stück. Mein Fazit, wenn einer einen R8 haben möchte, auch als eine gute Wertanlage, entweder nehme ich den allerersten R8, zwar 8 Zylinder, aber trotzdem wenig Kilometer, die sind gerade auch gut bezahlbar. Oder ich nehme den hier. Alles andere dazwischen, naja, ist Geschmackssache. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich freue mich auf alle Kommentare von euch. Bis nächste Woche. Ciao.